So, Freunde, jetzt müssen wir beeilen. Meine Familie wartet draußen, die wird auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich muss jetzt noch zu einer Nachbesprechung und Vorbesprechung. Und es ist schon 3:30. Ich habe den ganzen Vormittag oder Mittag schon gearbeitet. War mit meinem Sohn auch im Flughafen und habe ihm das ganze Gelände und Flugzeug gezeigt. Also Kunst und Familie gemischt. Und jetzt trennt sich Familie und Kunst, weil meine Familie geht zum Weihnachtsmarkt und ich gehe zu einer Besprechung. So was gibt es auch manchmal. So. Die warten schon auf mich. So, tschüss. Ganz gemütlich sitze ich hier in Raum 4 im Kulturhaus. Bisschen Kaffee. Und hier gibt es nette Kleinigkeiten so. Und noch niemand da. So. Oh, jetzt kommt Rika gerade. Ne? Rika, hier mal so ganz kurz. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich gekämpft. Ja. Das ist ein bisschen unfair. Ja, das ist gemein jetzt. Also ist eigentlich, ich befürchte ja schon wieder, dass ich mit Rika hier alleine sitze und dass Bernd gar nicht kommt, weil er vergessen hat, dass heute Donnerstag ist und Malte kommt ja erst später, ne? Malte kommt später, aber Bernd würde mir das, glaube ich, nicht antun. So, ich war auch wirklich nicht konzentriert nachher mehr. Ich hatte echt das Gefühl, ich muss noch, also nachher habe ich, ich müsste mich entschuldigen. Siehst du, weil es war einfach nicht die mehr Bestleistung. Aber ich war halt auch irgendwie so ein bisschen angepisst. Ne? Das war alles so ein bisschen huschig und so, jetzt ja, ja. Und was kommt jetzt? Und das ist ja auch normal, wenn man es das erste Mal macht. Bei Sofa. Alles gut. Ist es schon 5? Nein. Wir hauen ab da. Ja, Freunde, das war's schon. Eine kurze Besprechung hier. Lustigerweise ist wirklich genau das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Und einer kam nicht, der andere brauchte nachher nicht mehr zu kommen. Und so, jetzt geht's zurück in die Heimat. Vor allem nur ein kurzes Intermezzo hier.